nerede çarşafın gördüğüm. Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu Vlog Nummer 9. Ihr seid ja auch schon wieder da. Ja, ich bin wieder unterwegs, diesmal mit einem anderen Auto. Ich habe eine Mission, ich muss irgendwelche Sachen abholen. Dann nehme ich euch jetzt mal mit und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Die Sonne scheint wieder, Wetter ist gut, Stimmung ist gut. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. So Freunde, jetzt hier den Kram abgeholt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Cray Crate. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich jetzt hier in diesem Nutrient-Laden. Keine Ahnung, scheint irgendein Dünger oder irgend sowas zu sein. Ich habe keinen Plan. Ich fahre jetzt wieder zurück. Jo Freunde, ich melde mich mal wieder. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Traktor und irgendwie darf ich heute den Taxifahrer und den Gärtner spielen. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ja, ich habe hier einen guten John Deere. Und wir hinten näher dran und fahre hier einfach rüber den Rasen und mähe den. Ganz entspannte Arbeit. Ja, nichts Besonderes. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber ich kann mir bald noch ein bisschen meine Musik hören, kann den Podcast hören. Hab hier Klimaanlage, keiner geht mir auf den Sack. Ich hab keine Ruhe. Jo. Eigentlich ist es ganz gut. Leon ist irgendwo anders, auf dem anderen Feld. Hi! Hi! Okay. So, ich bin hier woanders unterwegs jetzt zur Zeit als Noe. Noe ist noch am Hof. Ich bin hier mit unserem kleinen roten Flitzer unterwegs, der übrigens von 95 ist und schon 750.000 Kilometer da drauf hat. Aber noch läuft wieder eins. Das ist mein Gefährt für heute und morgen. Ich bin hier am Mähen, beziehungsweise der Kollege da hinten ist am Mähen und ich bin am Raken. Und Noe macht irgendwelche Arbeiten am Hof und deswegen ist er hier leider nicht dabei. Den sehe ich aber morgen oder übermorgen wieder. Von daher sollte das passen. Ich mache jetzt ein paar Besorgungen, gehe was einkaufen, dass wir auch ein bisschen Stuff haben, ne, für die Tage. Und genau, dann hören wir uns wieder. Ich bin jetzt in unserer Unterkunft angekommen, nach dem Einkaufen. Ich zeige euch jetzt mal, wie die so ist. Genau, dann starten wir mal die kleine Roomtour. Kommen hier rein, dann ist links mein Zimmer. Alles etwas älter, außer der Kühlschrank, der ist neu. Genau, ja, das ist sporadisch. Genau, dann kommt man hier rein, in den Schrank von 1800. Immerhin habe ich schon eine neue Matratze auf meinem Bett. Da mache ich es mir dann heute Abend bequem. Zum Glück habe ich Bettlaken dabei und mein eigenes Kopfkissen plus diesen Schlafsack, der hält warm. Ja, die Kopfkissen würde ich jetzt nicht nutzen wollen. Dann geht's hier weiter, haben wir hier einen geilen Ofen, einen Kühlschrank, die Heizung. Und hier ist das Zimmer von dem Kollegen, der mit mir unterwegs ist. Genau, er hat immerhin auch neue Matratzen. Duschen sind leider so drei Duschen nebeneinander, wobei das wird uns jetzt nicht umbringen. Und genau, Klo muss man auch raus, aber ja. Aber ja, was er nicht umbringt, macht er nur noch härter, glaube ich. Genau, ja. Muss man jetzt mal durch und dann hat man das auch mal erlebt. Jo Freunde, Arbeit ist fertig. Wir haben mittlerweile 7 Uhr. Habe jetzt den ganzen Tag gemäht. War sehr entspannt. Jetzt fahre ich heim, mache mir noch was zu essen. Ja, Leon ist irgendwo anders, so 2 Stunden von hier weg. Ich glaube bis morgen oder bis übermorgen. Dann kommen die wieder, die sind da am Mähen und am Machen. Ja, vielleicht fahre ich da auch morgen hin. Das seht ihr ja dann aber morgen. Aber wir hören uns später auf jeden Fall nochmal. So Freunde, ich habe jetzt noch was gegessen und jetzt schneide ich das Video, was ihr jetzt gerade seht. Habt ihr ja alles gesehen, hier mein Gelaber, das seht ihr ja gerade. Ja, wie fandet ihr das Intro? Habe ich mir Mühe gegeben beim Schneiden. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Schneide ich am iPad Pro mit Final Cut Pro und ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder. So Freunde, das ist Archie, unser Hund. Der kleine Süße, der sieht ein bisschen aus wie ein Bär. Jetzt legt er sich wieder unter das Auto. Das mag er irgendwie, das ist nicht so windig. Jo Freunde, willkommen zum nächsten Tag. Hier wieder im Traktor. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr sagen, wir sind hier immer im Traktor unterwegs. Ich warte mal wieder.
Leon macht, glaube ich, auch Videos. Vielleicht habt ihr schon irgendwas von dem gesehen. Ich hoffe es zumindest. Ich warte mal wieder, was soll ich denn jetzt noch groß erzählen? Ich habe eben noch ein bisschen Rasen gemäht wieder, war ein bisschen als Gärtner aktiv, habe den Garten sauber gemacht und jetzt schwade ich hier wieder. Diesmal ist das Feld nicht ganz so groß. Da seht ihr, es ist diesmal nicht ganz so groß. Würde aber, denke ich, wieder den ganzen Tag dauern. Von daher sehr entspannt. Hab wieder meine Musik an. Und wir sehen uns, falls wieder irgendwas passiert. Was hab ich eigentlich wieder für Pickel im Gesicht? Was sagt ihr eigentlich zu meinem Schnauzer? Kann ich den tragen? Hat was, oder? Ich habe hier heute meinen letzten Tag hier unten. Da ist mein schönes Gefährt. Da hinten irgendwo steht mein Traktor. Den fahren wir heute zurück auf die Farm. Genau, das ist, was ich jetzt so mache. Noe hat heute oder bis jetzt frei. Geht mal einkaufen und Wäsche machen. Genau, ich chill hier mit meinen Kompagnons. Die gucken schon schön blöd. Genau, das ist heute Thema und Phase. Und ja, gerade bin ich am Warten, dass der Farmer zurückkommt. Und der zeigt gerade den anderen Fahrer, wie er zu mähen hat. Das Außengewinde und den ganzen Kram. Genau, und das ist so der Plan für heute. So, Freunde, neuer Tag. Ich habe jetzt heute Morgen frei, geht später erst wieder weiter. Leon ist noch unterwegs. Ich mache jetzt mal Wäsche. Macht nicht so viel Spaß, ne? Aber gehört auch dazu. Braucht mal wieder frische Klamotten. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich hoffe, das ist alles trocken bis heute Mittag. Oh, die Sonne knallt auf jeden Fall. Ich denke, das sollte trocknen. Hoffe ich zumindest. Ist zwar alles krumpelig, aber egal. Das ist noch saubere Wäsche, nicht wundern. So, Freunde, heute richtiger, bin hier heute die Hausfrau. Ja, geht jetzt schnell einkaufen. Bisschen krumpelig. Egal, ich nehme euch jetzt mal mit zum Einkaufen. Also eins muss man sagen, ich bin echt froh, dass hier eigentlich immer gutes Wetter ist. Macht automatisch direkt viel mehr Spaß. Man kann hier wieder kurze Sachen anziehen und nicht so kalt wie in Deutschland. Freunde, ich bin da. Einfach mal 40 Minuten Fahrt oder 30, das sind knapp 40 Kilometer, um einkaufen zu gehen. Das ist auf jeden Fall echt krass hier. Da sind wir im Woolworths. Ich zeige euch mal, was da so gibt. Ich zeige euch hier mal die Preise, das ist bestimmt auch interessant. Hier so Toastbrot zum Beispiel, so um die 4-5 Dollar. Dann hier Wraps, kommt auch an. Zwischen 5, 4 und 6 Dollar so. Was gibt es noch? Was ist noch interessant? Ja, ich zeige euch später mal noch ein paar Sachen. Hier zum Beispiel so ein großes Nutella-Glas, 1 Kilo. 12 Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viel Euro kostet das. Ist auch ein bisschen günstiger, glaube ich. Wobei, wenn man es umrechnet, macht es dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel aus. Die hier ist richtig geil. Aber auch dick ungesund. Aber schmeckt sehr, sehr geil. So, Freunde, Einkauf fertig. Ich zeige euch mal, was ich alles geshoppt habe. Zwei Tüten voll. Keine Ahnung, ich habe probiert das auch. Nö. Das geht noch. Es passiert uns jedes Mal, das Brot nach ganz unten legen und dann ist es kaputt. Ein paar Karotten, Pilze, Raps. Ich habe probiert, ein bisschen mehr Obst zu holen. Also die letzten paar Tage oder die letzten zwei Wochen war wirklich Katastrophe, was Ernährung angeht. Deswegen mal wieder ein bisschen gesündere Sachen kaufen. Und Wasser so in Sixern haben die gar nicht so oft. Also so wie bei uns, diese Sixer gibt es hier gar nicht so. Boah, Leute, nicht wundern, ich habe meine Badehose an. Mit Klamotten sieht es gerade nicht so gut aus. Da denkt man sich, man holt sich was richtig Geiles zu trinken. Hier so, Lightly Sparkling Raspberry. Es schmeckt einfach zum Kotzen. Ekelhaft. Bäh. So, Freunde, ich zeige euch jetzt hier mal das Ort, in dem wir wohnen. Das ist auf jeden Fall krass. So 40 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Bei uns 2 Kilometer, dann hat man alles. Aldi, Lidl, Netto, Edeka, was weiß ich. Und also das ist wirklich heftig. Wie gesagt,
ja, ich fahre hier gerade durchs ganze Ort. Also es ist wirklich nur diese eine Straße. Ich bin schon an unserem Haus vorbeigefahren. Ja, und das hier ist eigentlich so das letzte Ding. Das hier ist so ein kleiner General Store. Also da gibt es so Grundsachen, so ein bisschen Toastbrot und so. Aber das war's. Hier ist so ein kleiner Park. Darauf legen die wirklich sehr viel Wert. Das gibt es in jedem Ort, so kleine Parks und auch öffentliche Toiletten und so, sehr sauber. Aber das war's. Jetzt bin ich hier wieder am Ende. Und jetzt kann ich hier wieder in die nächsten zwei Orte fahren, die jeweils 50, 60, 70 Kilometer weit weg sind. Also das ist wirklich heftig. Ich mache jetzt hier einfach mal schnell einen U-Turn und fahre wieder zu unserem Häuschen. Ja, ein bisschen anders als in Deutschland. So Freunde, der Kühlschrank ist eingeräumt. Ich gucke jetzt nochmal nach der Wäsche, ob die trocken ist. Ja. Das ist gut, die hänge ich gleich mal ab. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich zeige euch hier noch kurz was. Und zwar gibt es hier ja kein Gym oder so, deswegen machen wir da immer ein paar Klimmzüge und ein paar Liegestütze. Ich zeige euch das mal kurz, wie das so aussieht. Ja, so sieht es auf jeden Fall dann aus. Ach, jetzt wieder voll außer Atem. Besser als nichts, ist auf jeden Fall aber sehr schwierig, weil man da nicht so gut greifen kann. Aber gut, das war's dann mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe ein paar gute Szenen von Leon auch reingeschnitten und ich habe euch unterhalten. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, lasst wieder ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, das freut uns immer sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.